Ja Leute, was geht ab und willkommen auf meinem Kanal. Es gibt wieder die Team of the Week Prediction und zwar von der Woche 6. Leute, das ist ein neues Format und zwar schauen wir uns die Freitagsspiele an, die Samstagsspiele und die Sonntagsspiele. Das heißt, gestern waren die Freitagsspiele und ich mache die Prediction für die Freitagsspiele. Am Samstag kommen dann die Predictions für die Samstagsspiele und am Sonntag, nachdem alle Spiele absolviert worden sind, machen wir eine gesamte Prediction. Das heißt, Leute, die heutigen Spieler sind nur aus dem Freitagsspiel. Also diejenigen Spieler, die richtig gute Leistungen gebracht haben und eventuell in Team of the Week 6 erscheinen werden. Wieso mache ich das? Das hat den Grund, damit ihr vorzeitig investieren könnt, Leute. Damit ihr seht, okay, am Freitag waren diese Spieler krass, am Samstag waren diese Spieler krass und am Sonntag kommt nochmal eine generelle Prediction. Leute, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich wünsche euch viel Spaß. Leute, es geht los mit einem Torhüter. Es ist der gute Pacheco. Leute, er hat gegen Celta Vigo ganze 9 Paraden gemacht und hat zu 0 gespielt. Sein Team hat 1-0 gewonnen und also 9 Paraden sind schon heftig, meiner Meinung nach. Könnte kommen. Ich habe ihn ja schon letzte Woche predicted. Denke, dass er diese Woche kommen wird. Absoluter Wahnsinn. Jovic trifft ganze 5 Mal, Leute, 5er-Pack gegen Fortuna Düsseldorf beim 7-1 Sieg. Also wenn diese Karte nicht kommen wird, dann keine Ahnung, Halleluja oder was man auch sonst sagt. Aber diese Karte wird safe kommen. Und die Werte sind auch gar nicht mal so schlecht. Also 81 Pace, 80 Dribbling, 82 Shooting und 75 Physis. Ist ganz gut für so ein Durchschnitts-Bundesliga-Team. Kann man wirklich spielen. Und er bekommt, glaube ich, ungefähr ein Upgrade von 5 oder 6. Also wird er bei einem 5er-Pack safe. Also nicht ganz so sicher ist die Karte von Haller oder Haller, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Aber Haller hat im selben Spiel 2 Tore gemacht und 2 Auflagen. Eine davon war sogar für seinen Kollegen Jovic. Also ich weiß nicht, EA bringt normalerweise keine Teamkollegen, also nicht 2 Spieler aus einem Team. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie diesmal eine Ausnahme machen, weil das ist einfach Hammer. 5 Tore der eine, 2 Tore der eine, 2 Auflagen kann man wirklich bringen. Ob sie es tun, weiß ich natürlich nicht. Was meint ihr? Denkt ihr, die beiden kommen oder nicht? So, der nächste Spieler ist der Basic von Middlesbrough und er hat einen Doppelpack gemacht, lupenreinen Doppelpack. Und als ZDM ist das natürlich schon ein was Gutes und die Werte sind gar nicht mal so schlecht, Leute, wenn man guckt, dass Pace eigentlich überhaupt nichts mehr zu sagen hat in diesem FIFA-Teil, denn er hat nur 69 Pace, ist aber gefühlt wie 75, also ich zum Beispiel spiele Casemiro und er hat, glaube ich, 62 Pace. Auf jeden Fall, die anderen Stats sind richtig geil, mit Defensive 79, Physis 80 und 79 Dribbling, kann man wirklich durchaus spielen. Mit der Chemie wird es halt problematisch, weil es die zweite Liga ist, ne? Aber sonst geht schon. So, der nächste Spieler kommt aus Irland, Leute, und heißt Corcoran oder ich weiß nicht, Corcoran oder ich weiß es nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall hat der gute Typ mal 4 Tore gemacht in dem Ligaspiel. Kann man machen, muss man nicht, darf man aber. Auf jeden Fall, Pace 66 ist nicht so gut für einen Stürmer. Dribbling ist auch nicht so cool, die Karte ist an sich scheiße. So Leute, das waren die Freitagsspiele, die Predictions von den Freitagsspielen. Ich habe noch 3 Spieler von den Samstagsspielen für euch, die schon absolviert sind, die schon fertig sind. Und der erste Spieler hat im Derby Manchester United gegen Chelsea ganze 2-mal getroffen, Leute. Das ist der gute Martial und die Karte wäre mächtig. Also FIFA 18 war ja schon so ein OP-Spieler und FIFA 19 geht er noch nicht so ganz ab. Aber mit den Werten wird er wieder zu einem richtig OP-Spieler, meiner Meinung nach. Kann man nicht meckern. 91 Pace, 88 Dribbling, 83 Shooting. Guter Link, Franzose, Premier League, wird teuer, Leute, wird richtig teuer. So, bei ihm bin ich mir nicht ganz sicher, Rüdiger, ich habe ihn trotzdem mal mit aufgenommen. Er hat im selben Spiel, Manchester United gegen Chelsea, hat ein Tor gemacht als Innenverteidiger. Haben zwar nicht gewonnen, EA verteilt dann normalerweise keine Team of the Week Spieler, aber, weiß nicht, könnte ja sein und so schlecht sind die Werte jetzt auch nicht. Kann man spielen, wird nicht so teuer sein, denke ich, Abstoß bis 20.000, 30.000, kann man machen. So, dann haben wir noch einen Innenverteidiger, ist der Postigo. Und er hat eine Auflage gemacht als Innenverteidiger beim 2-1 Sieg gegen Real Madrid, Leute. Als Innenverteidiger hat er eine Auflage beim Sieg gegen Real Madrid gemacht und hat eine echt gute Leistung abgeliefert. Könnte kommen, Leute. Leute, das war meine Prediction. Was haltet ihr von den Spielern? Habt ihr die Spieler verfolgt? Denkt ihr, sie könnten kommen? Außerdem würde ich mich super doll freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet, Leute. Kanal ist komplett neu. Wir haben erst 63 Abonnenten. Lasst doch gerne ein Abo da. Dauert nur eine Sekunde. Unterstützt mich aber mega. Über einen Daumen nach oben würde ich mich genauso freuen. Dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten, Leute. Also später kommt nochmal die Prediction von den Samstagsspielen. Bis dann.